Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Stefan B. und ich möchte Ihnen heute die Anlage GK vorstellen und Ihnen hier eine Art Ausfüllhilfe geben. Das Ganze machen Sie natürlich wahrscheinlich für Ihre Körperschaftssteuererklärung. Zuallererst mal, die Anlage GK wird Sie eventuell ein bisschen abschrecken, wenn wir jetzt einfach mal ganz grob durchscrollen durch das Formular. Hier steht sehr viel drin, was Sie als Otto-Normalverbraucher eventuell dann doch ein wenig verschrecken kann und ein bisschen zu viel für Sie erscheinen könnte. Das liegt daran, dass das Ganze zur Körperschaftssteuererklärung gehört und dass sowohl von einer kleinen Mini-UG bis hin zu einem großen DAX-Konzern solche Formulare dazugehören. Heißt aber auch, hier steht sehr viel drin, was normale Minifälle gar nicht so betrifft. Das Ganze beginnt natürlich mit der Bezeichnung Ihrer Körperschaft, der dazugehörigen Steuernummer, ankreuzen, wo es dazugehört, Bezeichnung des Betriebs, das sollte ganz, alles noch ganz einfach sein, das Wirtschaftsjahr dazu und dann oben den Hinweis, sollten mehrere Wirtschaftsjahre in dem Kalenderjahr enden, dann einfach für jedes Wirtschaftsjahr ein eigenes Anlage GK abgeben. Da Sie machen ja auch für jedes einzelne Wirtschaftsjahr einen eigenen Jahresabschluss. Und diesen Jahresabschluss brauchen Sie, das ist das Wichtigste generell. Ohne einen fertigen Jahresabschluss, Gewinnermittlung, GMV-Rechnung, Bilanz können Sie das Ding hier auch nicht ausfüllen, da Sie gar nicht die Jahreszahlen haben. Heißt, rein mit nur einem Buchhaltungswert funktioniert das nicht, Sie brauchen Ihren Jahresabschluss. Und dann beginnt es ja auch schon das bilanzielle Ergebnis. Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag kommt ganz gleich am Anfang rein. Hier schreiben Sie dann einfach Ihren Gewinn rein, beziehungsweise wenn hier ein Verlust kommt, einfach den Negativbetrag mit einem Minus vorne dran kennzeichnen. Und natürlich auch wichtig, sollten Sie keine separate Steuerbilanz angefertigt haben. Es gibt ja eine Unterschiede zwischen Steuerbilanz und Handelsbilanz. Wenn Sie eine Einheitsbilanz machen oder nur eine Handelsbilanz, dann müssen Sie eine Übergangsrechnung machen. Überleitungsrechnung heißt, ich sag mal, jetzt haben Sie einen Gewinn von 10.000 Euro, aber haben hier 2.000 Euro Kosten drin, die Sie nach Steuerrecht gar nicht abziehen dürfen. Dann legen Sie dem Finanzamt Ihre gesamte Bilanz vor und machen auf einem separaten Blatt eine Übergangsrechnung. Heißt, Gewinn nach Handelsrecht, 10.000. Darin enthalten sind Betriebsausgaben in Höhe von 2.000 Euro, die nicht nach Steuerrecht abgezogen werden dürfen. Also plus 2.000 heißt Gewinn nach Steuerrecht 2.000. Sowas wäre jetzt eine Übergangsrechnung. Die dazu und dann natürlich der entsprechende Gewinn hier rein. Wenn Sie nach 4-3-Rechnung Ihren Gewinn ermitteln dürfen, dann die Zeile drunter und auch hier eine Übergangsrechnung, falls benötigt. Der Rest hier ist eigentlich auch schon wieder mehr für so Sonderfälle gedacht. Partnerschaftsgesellschaften werden Sie in der Regel auch nicht haben, wenn Sie das Video hier schauen. Was haben wir denn dann noch? Tatsächlicher Gewinn, Handels, ja. Also das sind alles viele Sachen. Dann, der nächste Teil ist noch ein bisschen wichtig, außerbilanzielle Korrekturen, heißt nicht über die Übergangsrechnung, sondern tatsächliche Korrekturen. Den Organschaftsbereich, den erkläre ich Ihnen alles mal irgendwann separiert in irgendeinem Video. Da tut es mir leid, da muss ich Sie vertrösten. Aber wir haben hier so Sachen wie Gewinnzuschlag nach 6b oder auch ganz großer Block die Investitionsabzugsbeträge in diesen vier Ziffern, 24 bis 27. Zum Investitionsabzugsbetrag habe ich Ihnen ja auch schon mal ein separates Video gemacht, dann wissen Sie, welchen Spielraum Sie hier haben und dass es ganz schön den Gewinn verändern kann, wenn Sie hier was anwenden. Dafür ist das da. Dann geht das schon weiter mit einem Zwischensummeübertrag, einfach zusammen aufaddieren, aufsummieren, was Sie dann bisher drin haben. Nochmal dasselbe. Dann kommen wir hier schon zu den nicht erfolgsam gebuchten Einlagen, falls es sowas geben sollte in Ihrer Überschussrechnung, Bilanz G&V-Rechnung, Aufwendungen für satzungsgemäße Zwecke, falls sowas vorliegt. Dann Körperschaftssteuer nach Anrechnung von Kapitalerträgen, verbleibende Körperschaftssteueraufwand laut Gewinn- und Verlustrechnung, also quasi nur das aus der G&V übertragen. Genauso diese Abzugssteuerbeträge, falls sowas drin wäre. Auf ausländische Sachverhalte brauchen wir im Normalfall jetzt auch nicht so eingehen. Das ist jetzt auch nicht so der Standardfall. Und wo haben wir denn noch was Lustiges, was Sie vielleicht wissen sollten? Ja, DBA-Einkünfte liegen im Standardfall jetzt auch nicht so wirklich dabei. Sollten Sie an anderen Körperschaften beteiligt sein, haben Sie hier noch einen kleinen Teil, wo Sie ausfüllen können, falls es hier Einkünfte geben sollte. Das ist aber auch nicht wirklich Standard, also eher selten wie häufig. Und dann haben wir noch, okay, nochmal einen großen Bereich zu Organschaften. Ganz am Schluss die Zinsschranke, falls das angewandt werden sollte, tippe ich mal einfach nicht. Und dann kommen wir im Endeffekt, nachdem wir unseren Standardgewinn hier oben eingetragen haben oder unseren Standardüberschuss und Standardverlust, ein paar IAB-Korrekturen gemacht haben,
Zwischendrin war auch irgend nochmal Spendenfeld, das ging jetzt unter. Also das sehen Sie dann, wenn es ist. Die kommen wir hier nochmal die Zinsschranke, falls angewendet werden würde. Und dann ganz am Schluss Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die kommt hier unten rein. Die Aufsummierung und Aufsaldierung von den ganzen Werten. Im Standard- und Normalfall eigentlich nur der Jahresüberschuss. Eventuell noch ein paar 7b-Sachen, die mit drin sind. Ja, es sieht komplizierter aus, wie es dann im Endeffekt auch ist. Organschaften, wie gesagt, sollte das angewandt werden, erkläre ich Ihnen dann nochmal später in einem Video irgendwann, wenn ich dazu komme. Und jetzt unter Flieg ist mir gerade noch, ich würde Ihnen noch irgendwas sagen dazu. Ich finde es aus dem Stand gerade nicht. Kleiner Schnitt. So, Suchfunktion for the win. Tut mir leid für den kleinen Schnitt. Wenn Sie Spenden über die GmbH, UG oder was der Geier welche Körperschaft getätigt haben, kommt das natürlich noch in 44 rein, weil wir als Spenden natürlich nicht als Betriebsausgabe absetzen oder anrechnen können. Absetzen ist so ein blödes Wort, was sich eingedeutscht hat. Genauso Nebenleistung zu Steuern heißt Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Zwangsgelder und steuerliche Zinsen. Die werden in Zeile 41 nochmal mit reingemacht. Und hier Nachzahlungszinsen, falls es irgendwas in dem keine Wirtschaftsjahr angefallen ist, in Zeile 31 rein. Und dann die Hälfte der Aufsichtsratsvergütungen einschließlich der von der Körperschaft getragenen Steuerabzug. Der kommt in 32, heißt, sollte ein Aufsichtsrat mittlerweile vorliegen, passiert auch je nachdem nochmal ein bisschen. Ja, die Sachen sind noch so ein bisschen, wo wir noch häufiger antreffen können bei den meisten Fällen. Und dann, wie gesagt, alles schön aufsummieren, aufsaldieren, ganz unten den Gewinn rein. Und mit diesem Gewinn geht es dann in die eigentliche Körperschaftssteuererklärung, die ich Ihnen ja schon im letzten Video kurz erklärt habe und kurz mal gesagt habe, was man darauf so machen soll. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe Ihnen hier ein bisschen weiterhelfen können. Sie haben gelernt, was man bei der Körperschaftssteuererklärung Anlagen GK beachten sollte. Dass das alles viel, viel größer und komplexer aussieht, wie es dann im Endeffekt ist. Im Endeffekt ist es dann nur der Gewinn oder der Jahresüberschuss, Jahresfehlbetrag mit ein paar kleinen Korrekturen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe Ihnen weiterhelfen können. Wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mir und dem Steuerrecht gewogen. Es war mir wie immer eine Ehre, Sie aufzuklären und zu unterrichten über das wunderschöne deutsche Steuerrecht. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan B.